Die Aqida des Menschen kann so intensiv sein, dass sie seine Seele übernimmt. Das heißt, sie steuert sozusagen den Menschen. Und deswegen sehen wir das besonders Menschen mit überzeugten Glaubenseinstellungen sind in der Lage, ihr Hab und Gut zu opfern, ohne auch nur mit den Augen zu zwinkern oder da zu zögern. Wie Allah Ta'ala über die Ansar sagt, er sagt, لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Die armen Muhajirin, die armen Auswanderer, die aus ihren Heim und Vermögen vertrieben worden sind, die aus ihren Heimen und ihrem Vermögen vertrieben worden sind. Sie sehnen und suchen nach der Huld und des Wohlgefallens Allahs, fadlan min Allahi. Und dann sagt er, wa yansurun Allah wa rasulah. Und die Allah und seinen Gesandten helfen. Yani Allah zu helfen bedeutet, seine Religion, für seine Religion einzustehen. Sie haben es in Kauf genommen, aus ihren Heimen und ihrem Vermögen vertrieben zu werden, schwere Lasten auf sich genommen. Für was? يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانَ. Sie suchen nach der Huld Allahs und seinem Wohlgefallen. Und وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Und um Allah und seinem Rasul zu helfen. Das ist Überzeugung, die einen Menschen dazu treibt. Es hat sie ja nichts gezwungen. Sie hätten einfach da bleiben können, in ihren Behausungen und in ihrem Hab und Gut, und könnten ja auch im Verborgenen ihren Iman sozusagen weiterleben. Ja, das ist die zweite Sache. Der zweite Grund, die Aqida ist eine Festung für den Menschen. Sie ist eine Festung, die ihn festigt und stärkt. Deswegen sagt Allah Ta'ala auch an anderer Stelle, إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ. Wenn ihr leiden müsst, so bedenkt, dass auch sie leiden. Ja, die Kuffar. Sie leiden auch so, wie ihr leidet. Aber dann kommt der Unterschied. Der Unterschied, er sagt, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Aber ihr erhofft euch von Allah, was sie sich nicht erhoffen können. Es ist Hoffnung, die ihnen dieser Iman und die Aqida, diese Überzeugung schenkt.